Ergebnis bei der Firma Carlos. Und das Ding geht heute ins Bad. Und wird entlackt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich weiter mit dem E36. Wir sind in Hirschheid bei der Firma MX Motorsports. Im letzten Video, also es geht heute weiter mit der E36-Videoreihe, da müssen wir gleich noch so ein paar Sachen klären. Im letzten Video waren wir bei Herrn Schwan, der Firma Carblast, da wurde das Ding hier entlackt. Das heißt, ihr seht, wir haben die Wagen mit. Wir klären heute auf, wie viel Gewicht ist auf so einem E36 Coupé drauf. Wie viel könnte eine Limousine leichter sein? Vielleicht, eventuell. Da geht ja so dieses... Ich wollte gerade sagen, da bräuchte man eine Limo dazu eigentlich, oder? Dieses mystische Gesetz rum, dass irgendwie Limo 80, 100 Kilo leichter sein soll. Ne, wir sagen einfach, ist definitiv leichter wie Limo. Und dann geht es heute auf jeden Fall weiter mit dem, was man hier als allererstes machen muss, Karosseriearbeiten. Yes. So, weil nach dem Entlacken kommen natürlich so ein paar Sachen zum Vorschein, wie sowas hier. Ich würde jetzt sogar mal behaupten, das haben wir auch vor dem Entlacken schon gesehen, aber ja... Auch was Versteifung und so weiter angeht, ne? Wenn man hier die Schweißpunkte mal die kleinen beachtet am Dom, der später hart arbeiten muss. Ja. Wir haben euch noch gar nicht gezeigt, also viele von euch waren auf der Messe, dafür schon mal vielen, vielen Dank, dass das so krass wieder angenommen wurde, auch E36. Witzig waren auch so die Geschichten, was man so mit dem Auto wohl vorhat, was man da schon wieder alles gehört hat. Also da war alles dabei, von Bimoto mit Motor hinten, ganz oft war V10 auf jeden Fall. V10 Biturbo, V10 Kompressor, V10 Sauger, V10 war ganz oft, ja. War alles im Rennen. Aber als allererstes müssen wir euch nochmal zeigen, wie krass so diese Autos einfach bei Herrn Schwan vom Entlacken zurückkommen. Ne? Weil jetzt müssen wir nämlich, Max war eigentlich nicht so der Fan von diesem Entlacken. Ich musste dich ja schon förmlich überreden. Du musstest ein bisschen Arbeit leisten. So, ne? Ja. Und ich habe aber die ganze Zeit gesagt, wenn das Ding entlackt ist, wird sich deine Meinung ändern? Jetzt ist schön, ne? Man darf nur, wenn man skeptisch ist, manche Zwischensteps nicht sehen. Gerade so nach dem, ich habe es ja schon gesagt, ne, nach dem Ofen ist schon, also... Nach dem Schwelen. Ja. Mit der ganzen Asche drauf und so. Das ist psychisch schon hart, das wenn man... Kurz vor Beerdigung eigentlich. Genau, ne? Also genau. Könnte auch... Das war die Einäscherung. Ja, das war die Einäscherung. So, aber... Überleg mal. Gehört dazu. Wenn wir an das letzte Video zurückdenken, wie die Karosse da aussah, stell dir mal vor, wir müssten jetzt hier anfangen. Da könnten wir in den nächsten 2 Wochen erstmal nichts anderes machen, außer hier alles rauspulen. Ist egal, ob es Matten sind, Dichtmasse, so an allen Ecken. Man kommt ja wirklich nirgendwo dran. Mit dem, was wir vorhaben, definitiv. Und was ich auch immer gesagt habe, wo ich viel Angst davor hatte mit ausgeschäumten Hohlräumen, muss man auch sagen, da gab es beim E36 wenig bis nichts, weißt du? Das heißt... Da haben wir auch nicht so viel nachzuholen, ne, jetzt nach dem Ganzen. Also das wären ja, wenn dann eh nur, also doch, beim B5 ist es natürlich zum Beispiel so, dass die A-Säule ausgeschäumt war. Ich glaube, meinst du? Wegen Geräusch, also das ist aber nur wegen Geräusch in dem Fall, ne? Und halt hier unten drin, aber das wird auch vieles, wenn dann wegen Geräusch sein. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, da war gerade so A-Säulenbereich nichts ausgeschäumt bei dem Auto, aber... Don't judge me, das müssten wir mal rausfinden. Aber was halt krass ist, wie labil so ein E36 eigentlich aufgebaut ist im Verhältnis. Ne? Also ich finde, man sieht ganz viel, wie offen so diese Bleche sind. Ich habe letzte Woche mit Stalus telefoniert, wegen Zellen und so weiter. Ne? Und ja, E36 auch für andere Projekte und so. Oh Gott, Pappmaché, das Ding. Also, ja. Weil naja, man sieht halt ganz viel, dass halt einfach mal so zwischen den Blechen halt überall Spalte waren. Und dann wurde das alles ein bisschen zusammengedrückt und zusammengetackert. Ne? Aber halt schon noch, ich finde, die ganze Karosse ist gar nicht ein geschlossener Körper, sondern an etlichen Stellen kann man halt noch echt krass durchgucken überall. So, und was halt sensationell ist, wir mussten auch Alex überreden, dass er das Auto entlackt, weil er meinte, der ist viel zu gut zum Entlacken. Danach hat er aber auch gesagt, dass es eigentlich geil ist, ein gutes Auto zu entlacken, weil man sich noch umso mehr freut, dass man einfach nichts machen muss. Ne? Er hat auch viele Stimmungsschwankungen. So, weil, weißt du, hier könnte jetzt ja überall Loch sein. So, ne? Diese ganzen Kanten an allen Ecken und Stellen und das Ganze wird noch krasser, wenn wir ihn erstmal von unten sehen. War dein B5 war genauso gut? Die sind, ja, B5, nee, war schlechter. Echt? Aber definitiv, du hast an manchen Stellen schon flächenmäßig da drunter Rost gesehen. Also er war beim Zerlegen genauso gut, aber er war nach dem Entlacken schlechter. Da waren keine Rostlöcher drin, aber du hast halt an manchen Stellen gesehen, dass der Rost schon anfängt. Aber war, muss man auch sagen, EU-Auto, ne? Also er hat ja Umwelteinflüsse und so bekommen, ne? Ja. Unten ist auch echt hart, also Unterboden, boah, schon sehr, 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 sehr sexy. Klarer Grüber und gib ihm, ne? Ja, eigentlich schon, ja. So, okay, was haben wir vor?
Als allererstes wiegen wir jetzt das Ding, damit wir wissen, wie viel Kilo runtergegangen sind. 283 Kilo waren es. Natürlich ist jetzt wieder unser Gestell drunter. Das müssen wir imaginär am Ende abziehen. Es geht aber nur um vorher, nachher. Dann wollen wir auf jeden Fall Schiebedach raus. Achtung, kein Carbon, sondern Blechdach. Genau, OEM, Original BMW. Blechhaut, ne? Ja. Wird auch was, habe ich noch nie gemacht. Müssen wir hart löten. Sieht man hier so richtig schön, wie das hier original gelötet ist. Macht man deswegen, weil so eine Lötstelle dann doch ein bisschen weicher und flexibler ist als eine Schweißnaht. Und da das schon so arbeiten kann. Also was mich einmal wirklich brutal interessieren würde, das habe ich jetzt leider im Nachhinein nicht mehr so mitbekommen, hätten wir vorher mal durchschleifen müssen. Normal, wenn du jetzt bei der Lackiererei einen Seitenteil einsetzt und du machst es dann mit Zinn oder lötest oder was weiß ich was, musst du ja drüber spachteln, füllern und so weiter. Und wenn du Pech hast, irgendwann setzt sich das ja. Das heißt, wenn du ein bisschen Karosserieplan hast, dann schaust du hin und sagst so, ja, die haben hier, weißt du, so Seitenteil eingesetzt. Gar nicht mal wegen Lacknebel, sondern einfach nur, du siehst darunter, was arbeitet. Das war ja hier nie der Fall. Bei keinem E36 Coupé siehst du, dass irgendwas war. Aber die haben doch ab Werk hier nicht gespachtelt und keine Ahnung was. Und du schau mal, wie glatt du merkst, ja, ob, also du siehst es optisch, aber du merkst ja mit dem Finger schon wenig bis nichts, ne? Das ist schon echt krass. Alleine, wie lange wir davor standen und uns wohl gefragt haben, wie dieses E36-Dach hier eingesetzt wird. Weil wo er noch lackiert war. Genau, normalerweise ist hier oben immer eine Kante drauf, wo das Dach eingesetzt ist, aber wir wussten, da ist keine. Aber dass halt wirklich hier überall diese Hartlötstellen sind, schon krass. So, hier hat er einen kleinen Rempler-Eimer gehabt, definitiv. Da hat mal einer ein bisschen gespottet, ne? Hier drück und hier genau hat mal jemand gespottet und ein bisschen mit der Flex, aber alles Pilleballe. Wie ist das bei dem Auto mit Hinterachse versteifen? Ja, Aufnahmen? Also wir haben serienmäßig 4 Punkte, die schweißen wir nochmal etwas nach. Also es sind schon Versteifungsplatten drin, die gab es beim E46 zum Beispiel nicht. Dann müssen wir von hier oben die Bodengruppe auftrennen, 4-mal, ungefähr 4 solche Stücke hier rausschneiden. Dann sehen wir die Gewindestücke, die dann nur mit 2-3 Schweißpunkten an die Bodengruppe unten gepunktet sind. Da müssen wir dann Versteifungsbleche uns selber anfertigen, die von oben reinschweißen, dass quasi die Hülse, die ungefähr so lang ist wie mein Finger, nicht mehr wanken kann. Damit unterbinden wir 95% der ganzen Probleme, dass es irgendwann zu Rissen kommt. Genau, und dann wird alles wieder verschweißt und später nochmal nach dem KTL ausgeschäumt. Da gibt es extra so einen 2K-Schaum, der dann die ganzen Hohlräume nochmal strafft. Ach, wir schneiden richtig hoch. Wir müssen da oben aufschneiden, ja, definitiv, sonst wird dieses Auto auseinanderfallen. Zum Beispiel jetzt stahllos, egal wer, wenn du eine Zelle in das Auto reinschweißt, dann werden da oben die 4 Punkte aufgeschnitten. Das wäre die Variante, die hatte ich dir schon mal erklärt. Dann musst du von unten halt Rohr raus, baust eine Art Rahmen mit Domanbindung an der Hinterachse und somit ist es da hinten quasi ein Käfig. Da wir, denke ich mal, jetzt nicht so krass gehen wollten, ich hätte sogar so einen Rahmen da, machen wir das quasi so. Tom Schirmer, mit dem hatte ich mal telefoniert, auch bezüglich dessen. Ich habe ihm erklärt, dass wir halt nicht 24 Stunden drin damit fahren wollen, aber dennoch die Hinterachse viel Stabilität braucht. Und er hat gesagt, so ungefähr wird es bei denen auch gemacht für Track-Autos. Mhm. Und ich denke mal, wenn wir es jetzt nicht machen, dann wäre es dumm im Nachhinein. Ja, nee, jetzt oder nie. Ne? Ja. So, dann wollte ich auf jeden Fall, deswegen habe ich auch immer nicht so Bauchschmerzen mit dem Endlacken, dass wir, das haben wir bei meiner Limo auch gemacht. Haben wir bei Marius Golf auch gemacht, dass wir all diese ganzen Teile, die jetzt gerade nur mit diesen paar Punktschweißungen draufgeschweißt sind, motorsportmäßig so schön mit Steppnähten einmal nachschweißen. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Wie hier unten. Ne, an genau. Hier sieht man, da sieht man schön, da haben sie so ein paar Nähte schon gesetzt. Und das Ganze machen wir dann wirklich an allen tragenden Teilen. Das heißt jetzt nicht hier so oben drauf, da ist es egal, aber zumindest schon komplett ums Dom rum, komplett um den Längsträger rum, das Ganze natürlich auch von innen. Das heißt, die Nähte hier überall, da überall und dabei zahlt sich das Entlacken am meisten aus, weil es ist wirklich so, Schweißgerät einstellen, keine Ahnung, 3-4 Stunden ist man durch. Weil das Geile halt auch Hohlraum jetzt hätten, wir schneiden auf, da drin ist blankes Blech, so. Also boah. Und die Stellen zu schweißen bei einem Auto, was nicht entlackt ist, ist immer die Hölle, weil du musst eigentlich im Heißluftföhn erstmal heiß machen, dass es erstmal einmal so ein bisschen aus den Hohlräumen rausbrennt, wieder wegmachen, 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 sonst keine Chance, dass es am Ende cool wird. Ne? Das heißt, unsere Karosseriearbeiten beschränken sich hierbei mehr auf Tuning. Die schönen Sachen. Tuning, das, die schönen Sachen. Deswegen ja, immer wieder, also von meiner Seite aus, entlacken immer geil, weil natürlich mit den passenden Partnern, mit Mike, Kleb und Dicht,
dem brennt es schon wieder in seiner Kanone, hier nach dem KTL dann ein paar geile Dichtnähte wieder zu setzen und dann können wir das hier richtig schön. Der hat noch Arbeit vor sich, aber ich denke, das weiß er. Wobei, das wird ein Spaß bei dem Auto, weil hier ist jetzt definitiv das Problem, wie dichtet man sowas alles wieder ab? Weil das war ja original, ist das ja richtig dick drauf. Und guck mal, du hast ja hier eine Stelle, da passt ein ganzer Finger rein, ne? So, also, und da ist jetzt die Frage, was macht man? Natürlich könnte man hier jetzt mit der Kanone einfach draufhalten, macht man ja aber in dem Fall nicht. Das heißt, der wird wirklich mit dem Finger das alles so schön machen, ne? Muss ich noch ein Feldbett besorgen? Nee, der geht ja wirklich selbst hier so oben drauf, ja, ne? Also wenn man durchdrehen, dann richtig. Das wird auch nochmal gut. Ja, dann kommt irgendwann nochmal Thema Farbe, Thema Motor und. Aber in diesem Video und auch wahrscheinlich in ein, zwei nächsten Videos, weil es werden wir niemals alles in einem Video schaffen, geht es erstmal wieder um die Karosserie, dass die nämlich wieder zum KTLen kann, dass es da weitergeht. Ne? Ja. So, jetzt wiegen wir aber erstmal einmal. Let's go. Zeig her, den Lachs hier. Nee, jetzt musst du mal schätzen. Also sagst du, wie viel Kilo? 25. 21. 252 haben wir jetzt. Nee, du kannst nicht rechnen. Wieso? Was, 283 waren es vorher? 252. Ah, 31, sorry. Krass, okay. Ich will ja wieder schlechter machen, als eigentlich ist, ne? Boah, okay, dann ist schon viel, ne? Also, ich habe schon richtig, ne? Hier oben, ja, ist gesamt. Ja, schon richtig, 252. Okay. Dann ist es 1:1 wie Golf 2, 31 Kilo sind hier runtergegangen. Das ist aber geil, ne? Wir werden auf jeden Fall noch mal eine Sache klären, was der Rahmen drunter wiegt, weil wir haben jetzt 252 Kilo mit dem Gestell drunter. Ja. Irgendwann werden wir das Auto eh nochmal auf die Bühne nehmen, dann können wir nur den Rahmen drunter wiegen. Aber aus dem Bauch heraus wird es 30, 40 Kilo. 30 Kilo hätte ich jetzt auch getippt. Ne? Und Marius Golf war? Der war unter 200. Ja gut, das ist ja... auch abgeschnitten, keine Mulde mehr, kein Dach. Ja, aber dann sind wir trotzdem nicht schlecht hier. Nee, ich muss auch sagen. Also, und halt noch, also ziehen wir jetzt hier den Rahmen ab, werden wir feststellen, 30 Kilo so, wiegt so eine Karosse 220 so in dem Dreh? Das ist schon leicht, ne? Ja. Und der E36 als Coupé ist jetzt auch kein... sehr kleines Auto, ne? Also, wenn man es mal mit einem Zweier Golf vergleicht oder so. 252. Ja, geil. Das freut mich sehr. Vor allen Dingen, dass so viel runter ist. Hätte ich nicht gedacht. 31 Kilo. Also, ihr kriegt auf jeden Fall in dem Video noch das Gewicht von dem Rahmen. Ja. Was wollen wir eigentlich, glaube ich, als allererstes fürs Gewissen, muss das Dach da aus, ne? Das ist die Frage. Das Dach ist ja auch Stabilität. Also, wenn wir da anfangen, müssen wir ja durchziehen und können nicht woanders noch rumschneiden und so, ne? Nee, bin ich bei dir. Also, ich glaube auch, wir sollten doch als allererstes anfangen, eigentlich alles durchzuschweißen und dann das Dach rausnehmen, weil sonst können wir mit dem Durchschweißen erst wieder weitermachen, wenn das Dach wieder drin ist. Weil gerade jetzt die Dachhaut komplett rausnehmen, wird natürlich schon nicht instabil. Also wir brauchen das auch nicht abstützen oder so, ne? Aber es ist schon viel, was rausgeht. Aber die Frage ist jetzt, ist es jetzt nur Außenhülle da an der B-Säule zum Beispiel? Weil wenn die Verbindung von Vorderbau zu Hinterbau weg ist, dann ist schon, also dann wird es interessant. Nein, dann ist schon doppelt. Hier ist ja komplett ein Rahmen von innen nochmal drunter. Aber das ist trotzdem, guck mal hier rein, das ist ja Pappmaché, was da übrig bleibt, ne? Also da wenn nee, bleibt nur hier, siehst du ja, nur da, dieser Rahmen. Wenn du dich anlehnst, ist hier krumm, ne? Nur dieser Rahmen. Ja, nee, der hat ja schon vorne und hinten noch einen, ne? Also... alleine das Dach rauszunehmen, ist so viel weniger Arbeit jetzt beim Entlacken, weil alles an Dichtmasse weg ist und jetzt können wir wirklich jeden Punkt für Punkt einfach aufbohren und wissen ganz genau, wie wir das Dach runternehmen. Wird da gewichtsmäßig was gehen? Nee, ne? Naja, wird mehr, also, ne? Diese Kassette, ja, hier ist ja schon eine Kassette drunter, ne? Ein bisschen. Ach so, zu jetzt wird's mehr, zu danach wird's weniger, klar. Aber es ist nicht viel, weil wir haben kein Glasdach, sondern ein Stahldach. Also ein Stahlschiebedach hatten wir und natürlich die Kassette fliegt raus, aber die wiegt nicht so viel wie beim E46. Müssten wir mal wiegen. Ja, aber selbst da ist jetzt ja ein doppeltes Blech drunter. Okay. Um den Rahmen. Ob das so viel ist wie das hier? Ja, wir können die beiden ja mal einzeln wiegen, wenn wir das alte raus haben, ja. Aber das ist krass. So ein relativ stabiles Dach. Ich würde sagen, das ist fast sogar 1-0er-Blech hier, ne? Das weiß ich nicht, das müssen wir mal messen, aber dadurch, dass du halt so viele Falzen auch hast, ne, ist das schon... Ja, lange Rede, wir holen mal Schweißgerät raus und fangen einfach mal an. Geschafft. Wir waren auch so im Flow gerade drin, dass wir gar nicht anhalten wollten zu moderieren, sondern einfach mal ein paar wieder. Super, der Döner ist kalt geworden. Wir haben erste Verluste. Mein gutes Schweißgerät, was wirklich tatsächlich den Golf 1 schon geschweißt hat. Ich hätte nicht gesagt, dass ich in meinem Leben das nochmal sage, dass ein Schweißgerät Aussetzer haben kann. Trotz neuem Schlauchpaket ist es tatsächlich so, man drückt mal drauf und es kommt einfach kein Draht mehr raus. Und in dem Moment ist natürlich abgefahren gesagt. Ne?
Aber du bist ja zum Glück versorgt. Wie viele E46 Hinterachsen hast du damit schon geschweißt? Auch nur ein paar, ne? 50 wären es wohl gewesen, so in der Art. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, für die Kürze der Zeit und dafür auf den Sonntag hier mal eben ein bisschen rumbrutzeln, ist das richtig geil geworden. So. Ich denke auch. Ja. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie großen Wissenschaft draus gemacht mit vorher testen, wie es geschweißt wird, anzeichnen, wo irgendwelche Nähte hin, sondern einfach drauf los, gib ihm. Man sieht auch eine Evolutionsstufe in unseren Nähten. Weil es ist halt immer so, dass man anfängt und du hast es zwischendrin gesagt, gefühlt, schweißt sich das Schweißgerät ein. So, übertrieben gesagt, ne? Irgendwie, das ist wie beim Auto, ne? Das wird warm und nach einer halben Stunde sagt es. Ich weiß nicht, ob so ein Schweißgerät tatsächlich vielleicht warm besser funktioniert, weil alles, was wärmer wird, hat einen anderen Widerstand und ist in dem Moment. Ich habe das Gefühl, weil wir hatten am Anfang Probenähte gemacht, du mit deinem, ich mit meinem, beide so, sollen wir jetzt weitermachen oder was? Man merkt es ja schon, ja, aber irgendwie ja, ist dann der Flow so drin. Wenn du aber von hier so drauf filmst, da sieht man jetzt gut eigentlich, was wir gemacht haben. Alle Bleche, die irgendwo zusammengesetzt sind durch diese ganzen Steppnähte, sieht man einfach am besten, dass es Bleche waren. Die sind jetzt alle durch diese Steppnähte nochmal miteinander verbunden. Hier Originalhalter. Genau, ein paar Stellen schon original. War es oben leider nur noch ein Punkt, was man hier vielleicht noch sieht, oder? Ja, das haben wir jetzt schon, aber seht ihr ja selber auf der Kamera, ne? Alles, was so ein kleines Pünktchen ist, ist ja nur mit einer Zange gemacht und nicht mit einem Schweißgerät. Ich würde sagen, wir brauchen uns auf jeden Fall nicht verstecken. Das sieht schon mal echt geil aus. Und bei diesem Projekt war für uns die Prämisse, der soll auch richtig, richtig geil werden. Keine Frage, das ist einfach unser Anspruch. Aber das soll halt schon ein Auto sein, was am Ende auch fährt. Das heißt, also der E46 fährt auch. Er ist aber einfach so geil und so perfekt, dass da tut, egal wie geil jeder Meter ist, tut er auch mindestens genauso weh, weil das Auto einfach so gut ist. Aber der wird doch nicht, also der wird doch nicht schlechter so von der Basis. Ich verstehe den Vergleich halt jetzt nicht, weil der wird ja auch neu lackiert, neue Stoßstange. Ja, aber der E46 ist schon. Alter, echt, der wird genauso bis in die letzte Ecke, so saftig. Ja, da schmeißen eine Karosse in gerade immer, da weiß ich jetzt nicht. Ob das war schlechter. Deswegen ging das jetzt überhaupt erst so schnell, das wollte ich nämlich nochmal sagen. Wir haben jetzt mit zwei Leuten, keine Ahnung, 3 Stunden geschweißt, würde ich mal tippen, so in den Dreh. Alter, wenn das Ding nicht entlackt gewesen wäre, hätten wir jetzt noch keinen einzigen Naht gemacht, weil man muss wirklich jede Naht föhnen, kratzen, abwischen, schweißen. Und das Ding ist zwischen den Nähten, ist ja auch noch Grundierung, was dann rausbrennt. Wenn du es sauber machst, kriegst du so eine Naht gar nicht richtig geil hin, weil du wieder Einfluss hast durch Kitt, was wieder reinbrennt. Also man muss sagen, natürlich an so einer Basis jetzt zu schweißen, ich glaube, da leckt sich jeder Karosserie die Finger danach, ne? Weil das ist einfach göttlich. Alleine, film mal auf die Naht hier. Da sieht man nämlich auch einfach mal, wie wenig schwarzer Rußeintrag hier drumherum ist, weil es nämlich fast gar nicht in Anführungsstrichen brennt. Also da ist wirklich fast kein Dreck mehr drin, was man lieber mit verbrennt. Ne? Deswegen sieht das halt auch so, das macht richtig Bock. Ja, so cool aus. Ne? Aber das ist jetzt erstmal auf jeden Fall schon mal gut. Und als kleines Erfolgserlebnis in diesem Video würde ich sagen, machen wir es jetzt einfach. Ja. Wir versuchen, das möglichst heile rauszukriegen. Heile im Sinne von, dass wir es, ja, wobei wir kriegen es nicht heile raus. Also, gerade dieses Dach hier. Ich erinnere mich gerade, wie du nachts um 3 auf dem E46 saßt und dieses Dach bearbeitet hast. Nee, ich korrigiere es auch. Gerade dieses Dach, was hier gelötet ist, da wird der einzige Weg sein, wie wir es jetzt gerade aufkriegen, ist rund um alle Schweißpunkte aufzubohren. Und da sind ein paar. Wahrscheinlich werden wir es auch so machen: einer bohrt, der andere mit Meißel und Hammer hat schon mal gleich ein bisschen. Und dann werden wir es erstmal radikal wegschneiden. Und dann müssen wir stückchenweise an diese alte Kante wieder anarbeiten, weil die dürfen wir auf gar keinen Fall beschädigen. Ne? Und das an 1, 2, 6 Stellen. Das wird interessant. Ja. Ich habe auch noch nie in meinem Leben an einem E36 Coupé ein Dach machen müssen, weil sowas machst du ja nur, wenn du einen Unfall hast. Ja. So ein Eingriff beim E46 gefühlt jede Woche wegen CSL-Dach, ne? Aber hier... Weltmeere. Yep. Aber dieser Eingriff des Daches ist... Bei dem Auto tatsächlich so ein bisschen so, wie als wenn du bei einem A4 Seitenteil abnimmst. Ne? So, also das ist schon was Größeres. Das ist schon, weil das muss ja schon alles in alle Richtungen sitzen, weil mit Pech das BMW-Dach, was wir haben, da hinten, passt nicht, wie auch immer, aber ein Problem. Ja, naja, Einpassungsarbeit ist hier schon mehr, ne? Bei aber 46 war es nur reinlegen, ne, und verkleben. Ja. Aber Schiebedach muss auf jeden Fall raus. Das weiß ich nicht, aber anscheinend muss es raus. Ne? Ja, wir wollen es schon clean haben, ne, irgendwie. Okay. Oder so. Nicht gut.
Wir wären soweit, dass das Dach drauf kann. Max hat, er konnte sich sein lassen, Dachholm auch nochmal poliert. Eigentlich direkt Klarlack drauf, ne? Sind wir eigentlich direkt ready? Ja, ein bisschen Sauberkeit muss sein, ne? Und dabei ist mir aufgefallen, ich behaupte, dieses Auto könnte man auch als Cabrio fast so fahren, weil der hat tatsächlich immer noch zwei Lagen Blech, also unteres und oberes Blech. Und diese beiden Bleche zusammen ergeben gerade schon diesen steifen Körper, weswegen das immer noch so krass stabil ist. Also das Auto könnte auf jeden Fall ohne Probleme Carbona vertragen. Man hat dann zwar doppelt das Problem mit dem angespachtelten Übergang, aber dann würde das ohne Probleme... Würden wir jetzt ein Carbondach drauf machen? Wie machst du dann den Übergang? Mit 2K Karosseriekleber verschleifen, Feinspachtel, fertig, oder? Ja, da gibt es einen speziellen Kleber für. Ja. Und da gibt es auch eine speziellen Spachtel für, so einen Carbon-Spachtel. Ja, ja, dann gibt es ja auch noch einen Carbon-Füller. Problem ist nur, das geht natürlich logischerweise nicht hindurchsichtig. Das heißt, du müsstest dann auf jeden Fall einen Übergang schaffen. Oder du machst halt wirklich hart Carbon-abdichten Blech. So macht es ja zum Beispiel Bugatti und so weiter. Mhm. Die machen wirklich mit Sillenaht wie im Bad zum Abdichten. Los, komm, ja, Dach drauf. Das Dach gab es noch original bei BMW einfach. Yes. Kostet? Wieder. Es war wieder ein Wunder. Da müsstest du jetzt mal auf deine Rechnung gucken. Roundabout 500 Euro. Was ja eigentlich ein Witz ist, ne? Naja, ich meine, es ist am Ende nur ein Blechdach, aber das ist halt original. So. Ja, und ne, das ist 30 Jahre alt. Also so wie das jetzt gerade draufgefallen ist, würde so ich sagen, dass... So wie der Aufkleber aussah, war es mindestens auch seit 95 oder 98 im Lager gelegen. Deswegen, weil, ne, das ist schon krass. Also hier sieht man jetzt halt so typisch, dass dieser Spalt ist mit Absicht da, weil das hätte man jetzt quasi mit hart Lot einfach aufgefüllt. Das heißt wirklich Lot und Brenner und da richtig schöne dicke Wulst drauflegen, dass man es dann mit dem Karosseriehobel nur noch glatt hobeln muss. Hier könnte noch tatsächlich minimal von dem alten Lötzinn noch ein bisschen weg, von dem Hartlot. Und dann großflächig rüber. Aber es passt mal saugeil, ne? Dafür, dass wir jetzt wenig eingepasst haben, ist schon gut, ja. Übertrieben gesagt, Schweißgerät. Und da wären wir an dem Punkt, wo ich mich die ganze Zeit frage, sollten wir das wieder löten, sollten wir das zinnen, sollten wir das verschweißen und warum hat BMW das damals so gemacht? Also natürlich auch aus Kostengründen, aber ob nicht noch mehrere Gründe dahinter gesteckt haben, ne? Also bei meiner alten Limo habe ich hammerhart die Seitenteile auch auf, also mit einer Absatzkante, dann durchgepunktet, also wirklich Punkt, Punkt, Punkt und dann nächsten Punkt, 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 immer so weiter. Ja. Dann verschliffen, dann gestrahlt, dann verzinnt und dann war für immer Ruhe. So, allerdings ist es natürlich deutlich mehr Aufwand. Das war die Limo, die abgebrannte Limo. Genau, deutlich mehr Aufwand als hier im Werk gar nichts zu schweißen, sondern es hiermit zu fixieren und diesen Übergang wirklich einfach einmal zu löten. Und dann quasi einen nur noch mal mit dem Karosseriehobel glatt zu machen, fertig. Ich kann das bis heute nicht verstehen, dass das so gut hält. Das ist echt krass. Es war nur eine Schweißpunktzange, Lot rein, fertig. Genau. Das ist echt krass. Also, so. Also die werden es wahrscheinlich noch mal angespachtelt haben, auf jeden Fall. Das denke ich schon. Dass nach dem Lot einmal einer hier so rübergezogen hat, vorne, hinten und fertig. Aber es ist ja 0,0 eingefallen, gar nichts. Ne? Das ist das, was ich Anfang schon gemeint habe. Ne? Das ist schon brutal, nach 30 Jahren, dass du keine Kante siehst. Ne? So, also ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es wieder löten würdet oder ob was machen, wie bei Limo, heißt einfach genau jetzt hier die Kante schön durchschweißen, Punkt für Punkt, verschleifen, strahlen, verzinnen und schon ist das auch für die Ewigkeit. Ne? Ich hoffe ja jetzt so sehr drauf, dass jemand von euch dabei ist, der wirklich Plan hat, was damals so Phase war. Ne? Jemanden kennt, der mal im Werk gearbeitet hat oder vielleicht sogar bei der Konstruktion der Karosse dabei war. Da bin ich immer am meisten Fan davon, zu erfahren, warum das so war. Also, und bei so manchen Stellen wie Sonanaht, die wird garantiert auf jeden Fall gewesen sein, weil man Angst hat, dass die Schweißnaht reißt. So, ne, weil da wahrscheinlich dann doch so viel Spiel in diesem Häuschen so ist oder es dauerhaft so viel arbeitet, dass es hier reißen würde. Aber hier, ganz ehrlich, was soll da arbeiten? Naja, Dach ist schon, du ja, aber, sicher was arbeiten. Ja, aber dann würde alles arbeiten. Es arbeitet doch alles. Andererseits, nee, ist nicht ganz korrekt. Man muss jetzt ja dazu sagen, arbeiten plus eine geschweißte Stelle plus eine lackierte Stelle. Jetzt guck mal, alleine du baust hier ein Fahrwerk ein, gehst auf die Bühne, verschränkst das Auto vorne links, hinten rechts. Weil also, es, oder anders formuliert, man muss ja irgendwas mit der Stelle machen. Das heißt, man hätte sonst ja nur die Variante gehabt, auch hier 3-Punkt-Schweißung zu machen. Da musst du ja trotzdem noch irgendwas mit der Kante machen. Das heißt, nach dem Punktschweißen hättest du genauso angefangen und hättest es entweder gelötet, dann kannst du auch die Punkte weglassen, weil wir haben ja gesehen, wie gut dieser Lot dann doch noch hält. Ne? Oder ist der Lot so weich, dass er auch irgendwie mit... Das definitiv auch. Ein bisschen arbeiten kann, ne? Also, keine Ahnung, fürs Werk war es einfach die richtige Idee. Wahrscheinlich. Hier, unser Dom ist mittlerweile auch wieder instand gesetzt.
Einmal von oben geschweißt, einmal von unten geschweißt, schön geschliffen. Sieht aus, als wenn nie was gewesen wäre, auf die nächsten 30 Jahre. Allerdings kommen hier ja auch noch die Versteifungsplatten von unten rein. Das machen wir dann im nächsten Video mit Hinterachse zusammen. Yes, so, haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Dach ist drauf. Im nächsten Video machen wir auf jeden Fall mit Thema Karosserie weiter. Wie Max gerade schon sagte, Versteifungsbleche, Hinterachse noch. Ein Dach müssen wir noch einschweißen, spätestens dann seht ihr, ob es verzinnt oder nicht. Dann müssen wir noch Thema Freigängigkeit Reifen ein bisschen gucken mit Bördelkante. Was man da so macht bei dem Auto. Schon raus. Aber ihr habt euch ja gewünscht, dieses Mal sollen wir das Auto ein bisschen detaillierter aufbauen und nicht in der kurzen Form. Deswegen könnt ihr euch von Video zu Video auf einen Fortschritt freuen. Ja, dann KTL, also dann zu Schwan, KTL, dann abdichten, dann Lackierer. Klingt easy, ne? So machen wir es. Ja, das ist ganz einfach. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.